Gönnerapropos beim FC Grabs mit anschliessendem Spiel. Viele Männer mit Durst und darunter ein paar Frauen. Auch Tidi Fessler ist schon lange Fan vom Fußball. Ja, schon lange. Also hier beim FC Grabs bin ich schon lange und ich bin auch bei denen, die Junioren unterstützen. Und früher habe ich ja selber noch ein bisschen probiert zu shooten. Bist du voll mal aktiv gewesen? Ja, nicht in einem Verein. Zu meiner Zeit hat es ja keinen Verein für Mädchen oder Frauen. Aber ich war ja mal noch im FC Nationalrat. Aber gell, ganz ehrlich gesagt, der Frauenfußball ist wirklich toll. Er hat sich unglaublich entwickelt. Gell? Ich bin ja dort in dem Frauenfußballrat, der das ein bisschen antreiben wollte. Wir haben da jahrelang gebürgt und gemacht, auch beim Fußballverband, beim SCV, dass es ein bisschen fürchtig geht. Und jetzt ist es sehr erfreulich. Weißt du, sobald die mal an eine Meisterschaft, eine grosse, dann gibt es Publikum. Und jetzt, dass es wieder an die WM kommt, ist natürlich super. Und sie sind auch technisch wahnsinnig versiert, ja. Und gut. Schönes Spiel, gell? Ja, also da müsste sich dann Grabs so mal schön zusammennehmen, wenn sie da hinterher rennen. Ja, aber mit den Grabsen, gell? Es hätte damals, weißt du, der Tschütscher, der hat ja mal im Liechtensteiner Unterland noch eine Frauenmannschaft gemacht. Ja. Das gibt es da jetzt nicht so, gell? Ja, Mädchen gehen zum FC Buchs trainieren und vielleicht gibt es dann auch mal wieder etwas draus. Das wäre noch etwas für dich, hä? Ja, weißt du, langsam bin ich auch ein bisschen zahlt für so Sachen. Aber wenn es Hilfe bräuchte, würde ich natürlich schon mitmachen, ja. Dann nehmen wir dich beim Wort. Ist gut. Ja, weißt, ich finde schon, also, gerade mit dem Frauenfußball, wie der es noch hochgeht. Also. Ja, das ist super. Und die können es so gut. Sie sollten einfach auch noch ein bisschen mehr verdienen, weil da unsere Besten müssen ja noch arbeiten, nebendran 50%, 60%, 70%. Und das ist bei den Männern ja schon lange nicht mehr so. Robert, was ist denn seit deiner Zeit gelaufen, wo du noch auf dem Platz rumgestoffelt bist für den FC Grabs? Ja, auf dem Platz bin ich selber nur rumgestoffelt. noch als Trainer. Jawohl, am eben darum. Am alten Platz. Und was ist gegangen seitdem? Ja, sehr viel ist gegangen. Man ist in der Liga ein bisschen weiter zurückgeht. Aber es haben einen guten Nachwuchs, einen Haufen Junge, eigene. Und sie machen das gut. Da. Zurückgeht, damals waren es Dritte gewesen. Zweite Liga. Mit Buchs dort, gell? Ja, ja, ja. Und jetzt ist man die Vierte. Ja, ja. Aber kann ich wieder werden, oder? Kann ich werden, ja, natürlich. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Nein, ich finde es aber schön, dass ein Haufen eigene haben. Oder? Nicht irgendetwas eingekauft. Es hat sich sehr viel geändert im Fußball. Es ist alles ein bisschen schneller geworden. Man hat Mühe, nach dem Training noch ein bisschen zusammenhocken. Aber ich weiss da von anderen Klippen, die trainiert in der Region, wie das ist. Aber jetzt bin ich schon ein Haufen Jahre Fußballer in Strucker. Aber bleibst du Grabs immer noch treu? Ich bin ja Ehrenmitglied, ja. Bleib ich schon. Also, bist du mal Fußballer gewesen? Nein, ich bin nicht ein Fußballer gewesen. Nein. Eben, daheim hat man Bauern, oder? Und dann hat man müssen heuen und misten und Äpfel pflücken und. Was ist denn dein Kontakt jetzt zum FC Grabs? Der Kontakt läuft eigentlich jetzt da über, wie soll ich sagen, von meiner Enkel in der Ma, der ist ja Roli gewesen, Grabs, der Roli. Ja, genau. Ja. Und du hast schon Menge Fußballer dann im Spital gehabt, ha? Selber auch, ja. Und ein Grümpelturnier, da habe ich etwa mal im Goal mitgemacht. Ja. Ah, du? Ist es gut? Ja, du auch. Er hat mehr Mut als ich. Herrgott, warum hast du seine Frau gerade so gepackt? Ja, so ein herziges, hübsches Kötchen. Aber ist eine Fußballerin? Sehr engagierte Fußballerin in der Stammelf. Echt? Ja, die machen super Sachen jedes Jahr mit uns. Echt, du bist in der Stammelf? Ja. Aber Präsidentin. Ja, aber gell, aber so, weißt du, ein Frauenfußballclub zu Grabs, da fehlt einfach. Da hat es früher einmal gegeben, bis vor 10 Jahren oder so. Ja, und jetzt? Ja, es war ein bisschen schwierig. Es hat nicht so viele Frauen gehabt, die shooten. Komm jetzt, Buchser haben auch. Ja, wir waren zu Buchs und dann sind wir von Buchs auf Grabs. Hast du noch ein Projekt zu Grabs jetzt? Wie? Hast du ein Projekt zu Grabs? Nein, aber der FC Buchs hat das Projekt mit dem ganzen Wedenberg zusammen. Aha. Ja, und das ist gut so. Und tun wir den Grabserinnen auch aufnehmen dort? Ja, sicher. Zuerst bei den Buben und dann sollen sie zu den Frauen auf Buchs. Es nützt nichts, wenn wir einander gegenseitig die Frauen wegnehmen. Oh! Das ist aber das allererste Mal, dass wir da etwas zusammen... Meistens ist es immer Konkurrenz. FC Buchs, Zweitliga, Grabs, Zweitliga. Bei den Frauen nicht. Ah, okay. Bei den Frauen ist das Gute so.
Sie haben auch genug Platz, dort zu Buchs und alles. Das ist tiptop. Also meinst du kein Frauenfußballclub, das Grabs? Ich glaube, in erster Zeit nicht. Nur schon vom Platz her, das geht gar nicht. Harry, was machst denn du da? Ja, ich bin ein Sponsor hier vom FC Grabs. Ich meine, du siehst der Meister Badesee. Ich habe mal geschaut noch vom FC Grabs in den 50er Jahren. Und dann sind sie noch Zweitliga gewesen? Nein, nein, Viertliga. Aber zwischen dir sind sie mal eine Zweitliga, oder? Ja, aber das war nur ein kleiner Moment. Aber so eine Saison, dann ist halt wieder abwärts gegangen. Und wie siehst du das jetzt? Jetzt ist man Viertliga, meinst du, kann man aufsteigen? Ja, es ist natürlich schon ein bisschen mager, Grabs, der so viele Einwohner hat, dass man nur Viertliga geschaut hat. Aber es ist halt ein bisschen Schicksal, ein Spiel. Hm. Was sagst du zum Frauenfußball? Weißt du, Grabser Frauen? Ich bin Anhänger vom Frauenfußball. Jetzt. Jawohl. Ich meine, die Frauen werden überall gefördert. Und das soll man auch beim Fußball. Jawohl, ich bin schon dabei beim Frauenfußball. Und jetzt gerade, was wir gewonnen haben, da, kürzlich, das ist natürlich ein Hoch für die Schweiz. Wir sind alle wieder Stammelf. Und ich frage immer, wann gibt es Grabser Frauenfußballmannschaft? Keine mehr. Früher hat es eine gehabt. Ja, eben. Ja. Und jetzt? Gibt es keine mehr. Ja, aber ich bin viel zu alt. Ja, aber die Jungen? Ja, ich weiß nicht, wo die sind. Wir fördern nur die Junioren mit der Stammelf. Aber die Frauen nicht? Nein. Aber kann das kommen, oder nicht? Man könnte, man. Müssen wir halt wieder haben, das Grab. Was meinst du, Niki? Ja, es ist relativ einfach. Das Grab hat keine Frauenmannschaft oder Mädchenmannschaft. Aber Mädchen haben Türen bei den Buben mitschutten. Und von dort her sind die Mädchen nicht ausgeschlossen. Oh ja. Schultet deine Tochter mit? Sie hat, ja. Gell? Und nachher hat sie gehört, weil eben zu wenig Mädchen waren. Schade eigentlich. Aber am Schluss, ja, hat sie gleich mitschulten mit den Buben. Und hat ihr in dem Sinn gleich gefallen. Ja, aber Nicke, das schaffen wir noch. Wir legen einen Faden. Wir lassen sie mal machen. Da gibt es sicher mal noch eine Frauenmannschaft. Ja, das wäre schön für Grabs, ja. Hey, und wie habt ihr's? Gut, bis jetzt, danke. Früher hat es einmal nach Tulli geschmeckt, jetzt schmeckt es ein bisschen nach Haarspray. Ist die Preise wichtig? Ja, mal. Ja. Wie sieht es aus, als auf dem Rang her? Ja. Ja, ich bin zufrieden. Hä? Meinst du, langt es irgendwann wieder für zweite Liga? Wir sind immer zweite, gesehen? Ja, ja. Kannst du heute lange, oder? Jawohl. Aber gell, ganz ehrlich gesagt, schön ist auch, wenn man auch ein bisschen zusammen sein kann, oder? Und zusammen kann spielen und zusammen kann feiern. Das ist so, ja. Definitiv. Das ist wahrscheinlich noch fast wichtiger als alles andere. Die Liga spielt ja nicht so eine Rolle, nicht? Würde ich jetzt nicht ganz so unterschreiben, aber wir sind sicher eine coole Truppe im Moment. Ja. Darum habe ich dich auf die Linse genommen. Ich sehe, du bist ehrgeizig. Du möchtest mehr, aber wie erreichst du das? Wir geben Gas im Training. Echt? Und dann bringen wir es auf den Platz, ja. Und du musst heben, was das Zeug hält. Nochmal? Du musst heben, was das Zeug hält. Ich gebe mein Bestes, ja. Gell? Aber es ist manchmal ein bisschen heikel, hä? Ja, manchmal läuft es nicht so, aber man gibt trotzdem Gas. Das ist wichtig. Das ist super. Was sagst du? Ja, genau das gleiche wie der Hermann. Ich stehe zu ihm. Hey, da geben alle Gas, oder? Yes! Haag, wie viel kriegen sie über? Vier. 10 wahrscheinlich. Ja, aber Haag wäre noch wichtig zum Gewinnen, oder? Ja. Ja, dann wenn er Haag schlägt, dann wären er schon wieder an einem eventuellen Aufstieg näher. Ja, fast in der zweiten Liga. Du, warum sind denn ihr so traurig da hinten? Sie sind alle fokussiert. Ja. Ah, ist super. Du bist jetzt auch nur immer bei den Jüngsten, gell? Das ist richtig, ja. Ja. Bei den Erfahrenen. Genau. Wie siehst es du es so? Ja, genau gleich wie alle anderen. Und gell, manchmal ist man hit alles, man macht alles, er selber immer gespielt. Und dann nachher ist manchmal ein huren Ärger Deutschen klar gesagt. Das gibt's, aber aufstehen und weiterkämpfen. Gell, das ist wichtig, ja. Genau. Du, jetzt mal ganz eine andere Frage. Es gab jetzt mal eine Frauenfußballmannschaft gegeben, die gibt's jetzt nicht mehr. Was würdest du jetzt von dem halten? Oh, jetzt hast du gerade ein bisschen Zug mit den Augen. Was ich davon halten würde? Ja. Ja, wäre sicher eine gute Sache, ja. Wer wäre da für eine Frauenfußballmannschaft, Grabs? Wer wäre dafür? Unbedingt. Unbedingt? Gut. Ja. Bei den Junioren dürfen sie mitmachen, oder? Wir teilen noch keine mit. Hä? Hey, nimmst du noch einen Speed? Ist das noch eine kleine Droge? Ja, 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 ja. Immer wichtig. Gell? Kein Rezept für uns. Genau. Ja, okay, dann. Viel Erfolg, hä? Danke vielmals. 4-0. Ja,
Geschätzte Sponsoren, geschätzte Gönner, recht herzlich willkommen bei uns auf dem Zutiplatz beim FC Grabs. Ich meine, es ist gar nicht so lange her, nämlich ein Jahr, wo wir hier gestanden sind und nicht wissen, ob wir dann einen Tank geben oder was wir sollten, sind wir auch draußen gestanden. Die Zeit hat sich geändert. Recht herzlich willkommen bei uns. Ich will kurz ganz schnell ein paar Zahlen geben zum FC Grabs, wie immer. Vorerst vorne weg, uns geht es sensationell. Wir haben noch nie so viele Mitglieder gehabt, das kann der Kassier bestätigen. Wir haben gerade Mitgliederrechnungen rausgelassen. Es ist effektiv so, dass wir fast Höchststand haben. Mal sicher seit IBI haben wir Höchststand, vor allem bei den Junioren, was hier alles geht. Insgesamt sind das 180 plus Junioren, sage ich im Großen und Ganzen. 40 oder 50 oder noch mehr aktive und Senioren, die wir haben. 4 Schiedsrichter. Ich sage 25 Trainer oder ganze Staff rundherum. Das ist wirklich eine riesige Geschichte mittlerweile. Ich sehe gerade im Hintergrund, die Hager kommen raus, unsere sind schon dort. Wir freuen uns natürlich dann auf das. Vielleicht schnell zu meinen Vorstandskollegen, die wir hier haben. Wir haben gerade zu meiner Rechten ist der Thies Amann. Er ist neu als Spico tätig oder als Leiter Backoffice etc., wie man dem auch immer sagen will. Spico ist nicht nur der, der das Mikrofon in den Fingern hat, sondern Spico ist der, der technisch schaut, dass sein Spiel stattfindet. Er ist eine Art unsere Schnittstelle zum Verband, damit die Spiele so durchgeführt werden können und alles, was hier Absagen etc., neue Ansetzungen dazu hat, läuft über den Dienst. Plus noch ja, diverses andere auch noch. Er musste einspringen, weil wir abgehen haben im Winter. Dann mein Vize, das ist unser Kassier, das ist der Dias Eckenberger. Auch er, ja, die Rechnung hat er jetzt gerade rausgelassen, hat er mir gesagt, und eben das erfreuliche Geschichtli gesagt. Wir haben wirklich ganz unten enorm Zulauf. Da gibt es eine längere mehr Leute, die hier zum FC Grabs kommen. Wir sind mittlerweile so, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht eine Warteliste haben, sondern wir schauen, dass wir das einigermaßen stemmen. Aber wir merken selber, dass wir infrastrukturmäßigen Anschlag kommt. Wir kommen natürlich einen Anschlag, sagt das mit Trainer, sagt das mit Treuer, mit Mannschaften, mit Liebli etc. etc., mit Schiedsrichter. Aber wir probieren alles, dass wir alle aufnehmen können, die zum FC Grabs kommen wollen. Weiter sieht es so aus, dass wir in der glücklichen Lage sind, dass wir immer noch eine erste und eine zweite Mannschaft haben. Die erste Mannschaft hat ein sehr schönes Spiel heute gegen den FC Haag. Hugo, sag's noch schnell, Hopp Haag. Genau. Wir sind gestartet, ein bisschen durchschnittlich, sage ich mal. Sie haben sich jetzt gefangen, es ist wirklich ein neues Trainerteam, das da ist. Die machen ihren Job gut, wir haben uns mittlerweile gefangen. Und wir lassen uns überraschen, da geht es so ein bisschen, wer sichert sich den dritten Platz hinter Gams und Sevelen? Wer ist da der dritte Platz? Wer macht sich da, wer geht so in die Winterpause? Wir werden alles geben, um den dritten Platz zu heben. Fakt ist, die Anlage, die wir hier sehen, die ist aus dem 86 eigentlich. Wir haben sie gut gehegt und gepflegt eigentlich. Wir haben sie immer noch selber betrieben. Wir haben unser Agenda 2021 Projekt gestartet, dann damals im 18. Und sind jetzt an einem Punkt, eigentlich, wo wir wieder mit der Gemeinde reden, wie es weitergeht. Wir werden die Gespräche aufnehmen, den Herbst noch mal. Schlussendlich brauchen wir irgendetwas, weil ich vorher gesagt habe, wir quälen mit den Junioren, quälen wir aus allen Rohren eigentlich. Also wir sind pumpenvoll, wir könnten noch viel mehr brauchen. Und es wäre schon wichtig für Grabs, dass wir hier in dem Breitensport, wo wir tätig sind, als Dorfclub, dass wir hier eine propere Anlage könnte zur Verfügung stellen könnten. Im liebsten mit anderen Vereinen zusammen, noch, dass wir wirklich können, wie eine Sportstätte ohne entwickeln miteinander. Genau, das ist so etwa mein Anliegen. Oder unser nächstes grosses Projekt, das wir starten oder eigentlich schon länger dran sind. Und ich glaube, das ist etwas, was man auch zu Buchs gesehen hat. Oder? Es hat zuerst ein bisschen etwas gebraucht, auch politisch dort. Und auf einmal war es gleich möglich. Und ein Schlecken Geissen weg. Oder? Wenn man die Infrastruktur nicht hat, dann hat man eben auch die Möglichkeiten sportlich nicht. Da gibt es auch keine Frauenfußballmannschaft und so weiter. Schluss, es braucht es einfach, oder? Ja, schlussendlich gibt es neue Optionen, es gibt neue Chancen, es können neue Partner ins Spiel etc. etc. Ich will nicht sagen. Aber ja, ich glaube, das ist das, was es braucht, um mit einem FC Grabs können, in die nächsten 75 Jahre oder 100 Jahre zu gehen. Das ist die Basis, um weiter auf dem wir arbeiten gut miteinander, aber das ist das, was es nachher braucht in Zukunft, können weiter zu investieren. Ja. Sind ihr in einem Gespräch mit der Gemeinde?
Sind wir. Immer wieder. Ich weiss, es ist nicht einfach auf eurer Seite, Zeit hat niemand. Aber wir haben definitiv Interesse, da irgendetwas für uns zu bringen. Wir sind auch bereit, wir haben Vorarbeit geleistet. Wir wissen eigentlich, was wir wollen. Das ist schon mal etwas Gutes heutzutage. Unsere Vorstellungen sind ganz klar eigentlich. Und jetzt muss man das miteinander abstimmen und nachher mit dem ganzen Volk noch ins Reine bringen, dass wir uns dort, dass wir miteinander den Weg gehen können. Aber ich glaube, in Sport, in die Junioren investieren, es gibt heutzutage nichts Besseres. Bist du bei den Junioren? Schuttest auch? Ja. Gell, so eine Frauenmannschaft, glaubst du, wäre super, nicht? Ja. Und sonst, wenn es jetzt keine gibt, regional, gehst du schon auf Buchs, oder? Ich bin zu Buchs. Bist du Buchs? Ja. Aber das Krebs wäre auch schön, wenn man eine hätte, oder? Ja. Seit 4 Jahren sind wir zu Buchs jedes Jahr Meister geworden. Ja. Hängt zum Training oder an den Krebs rein, die dort hergehen? Ja. Und einmal haben wir 34-0 gewonnen. Gegen? Gegen Uznach. Hoi. Ja, dann können wir weit rum, gell, zum Teil in der Region. Ja. Das ist da in der ganzen Ostschweiz. Also am weitesten ist, glaube ich, Utz nachher weg. Ja. Was spielst du? Auf einer Position? Stürmer. Hoi, du bist schnell, gell? Ja. Bist du aber relativ klein, gell? Also so, magst du kommen? Ja. Sind die Mädchen noch relativ klein oder hat es auch ganz gross? Hast du so gegen 1,75 so, oder? Nein. Nicht? Aber die meisten sind etwa einen Kopf grösser wie ich. Aber du bist eine schnelle Triplerin? Ja. Super. Was gibt's? 4-1. Hoi. Wieder abs. Hugo, was gibt's? Hä? Was gibt's? 1-3. Oh. Das meine ich auch. 1-3. Jetzt hier. Als Schiedsrichter ernst? 2-2. Oh, super. Hey. Herbert? 2-1. 2-1? Ja. Also, Tipp ist ganz klar. 8-0 FC Grabs. Hoi. Du, der Ernst hat vorhin gesagt, das war der teuerste Transfer für Grabs. Ja, genau. Ja. Das ist wahr. Der Hans Schlegel haben wir es gerne mitteilen, dass er nicht eine Herzschwäche kriegt. Oder? Also, absolut wichtig. Transfers, in welcher Summe auch immer. Aber wir haben unsere Transfers sind natürlich auf fußballerische Leistung und natürlich auf gegenseitige Vorahnungen. Bringt das etwas, der Transfer, oder bringt es nichts? Und was sagst du aus der Liga? Weißt du, wo du Zweitliga geshootet hast? Ich habe nie Zweitliga geshootet. Ich war ein ewiger Drittliga-Shooter gesehen und das hat mich eigentlich immer befriedigt. Und wir haben noch nie einmal den Gedanken gehabt, irgendwann einmal aufsteigen in die Zweitliga. Das war unsere Konzeption damals gesehen mit unseren Ueli Emmesegger und Schörsch Hoffmänner etc. Das ist Guido Galvani. Das war eigentlich ein ganz klarer Fall gewesen, dass wir Drittligisten sind und auch eigentlich bleiben wollen, weil da haben wir uns immer nach vorne gespielt, problemlos. Ich habe immer gemeint, dass ich mal ganz kurz Zweitliga war. Wir sind Zweitliga gewesen, aber ich habe nie Zweitliga gespielt. Ja. Aber meinst du jetzt, müssen wir aufsteigen? Ist ja noch ein bisschen verfrüht mit dieser so jungen Mannschaft. Ja. Also da kann ich mir jetzt noch nicht ganz wirklich vorstellen. Man muss daran arbeiten, auf jeden Fall, weil es ist ja wichtig, dass man auch im Bezirk bestehen kann unter den Besten, oder? Ja. Ganz entscheidend. Kurz vor der 5. Tages aus der Kabine rausgekommen, die beiden Mannschaften haben sich begrüßt und dann ist das Spiel losgegangen. Mit einem ein Mittelfeld geplänkelt zuerst, der Marco Kopf hat lang müssen warten. Aber es hat natürlich die Freude von diesen vielen Zuschauerinnen und Zuschauern keinen Abbruch tun. Die haben sich da vergnügt, zum Teil der Bande zu, zum Teil eben da bei Bier, Wurst und alles Mögliche. Und eben die Freundschaft untereinander, die ist wirklich toll. Und dann hat es auch wirklich schöne Spielzüge, immer einmal wieder. Jede Mannschaft haben gedruckt. Was heißt? Ich sage gerne nicht mehr. Das ist, das Spiel ist erst in 90 Minuten fertig. Stimmt, ja, das ist recht. Jetzt geht es mal noch etwa
etwa 60 oder 70, oder? Wir schauen dann am Schluss. Und hat recht gehabt, der Hugo. Das erste Goal, also nach einer halben Stunde, da Schütze gesetzt, oder Simon Egli. Danach war es ziemlich 2-0 für Grabs, es sind 11 Meter gegeben und dann war es 2-1 für Hagen. Und am Schluss tatsächlich 2-2 unentschieden. Und die Rangliste, ihr seht es, Grabs momentan auf dem Rang 4, Hagen auf dem Rang 5. Ja, da ist noch Luft nach oben und man hat es wirklich im Sinn. Der Einsatz ist ja das, was am Schluss zählt.